Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Stoneheart. Ja, wir sind hier auf schon ganz schön fortgeschrittener Höhe. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jeweils so hochkommen würden. Ja, ich bin eigentlich begeistert, dass es geklappt hat, dass wir so weit gekommen sind. Ja, ich möchte ja gerne hier oben das noch entdecken. Ziel ist es hier, sieht man vielleicht jetzt schlecht. Oh, bei euch sieht man es gar nicht. Ja, da muss ich hier in diesem Bereich bleiben, wo es ein bisschen beleuchtet ist. Mal gucken, ob ich da kurz die Helligkeit nachstellen kann. Ich habe gerade erst gesehen, dass es bei euch viel zu dunkel ist. Nö. Nö, kann man nicht. Ja, tut mir leid. Dann müssen wir kurz mal damit leben. Ja, also, hier sehe ich gerade, dass wir einen kleinen Fehler in unserer Mauer haben. Der muss nämlich natürlich noch mal nachgearbeitet werden. Da kommt noch ein Stein hin. Hier haben wir eine Lücke. Und da ist die Mauer komplett falsch gesetzt. Was für eine Stümperarbeit. Das muss hier weg. So, wir hatten ja das Problem mit unserem... Nee. Ach, Junge. Raff's doch. Wenn ich sage, hier versetzen, dann meine ich das auch so. Nein, ich will das nicht da hinten hinsetzen. Da muss der Stein halt weg. Komm, geh weg. Komm, verschwinde. Verschwinde. Komm, verschwinde einfach. Ja, also nochmal. Wir hatten ja das Problem mit unserem Lager, dass wir nur 3000 Lagerplätze haben. Und dieses Problem wollte ich jetzt gestern abstellen, nachdem ich nicht aufnehmen konnte, weil die Stimme einfach noch nicht hingehauen hat. Heute ist ja auch noch schlecht, aber heute geht so ein bisschen. Ja, jedenfalls habe ich das mir mal dann angeschaut, war auf verschiedenen Internetseiten und habe gelesen, was man da so machen kann. Das Problem ist bekannt und die Hersteller sagen, na, ab dem nächsten Release, das eigentlich das Release ist, was wir jetzt gerade spielen. Aha. Was hast du denn zu verkaufen? Aha. Aha. Eisenerz. Wir hatten irgendwie Eisenprobleme. Komm, kauf alles. Ja, also ab dem nächsten Release, ab dem, was wir jetzt gerade spielen, da soll es die Möglichkeit geben, dass man diese Grenze von 3000 einfach wegmachen kann. Man kann einfach einstellen, was man will, zum Beispiel auch 100.000. Nur leider ist dem nicht so. Ich habe mir das angeguckt, das soll also in den Spieleinstellungen möglich sein, dass man das da ändert. Allerdings diese Funktion, was da beschrieben wurde von den Entwicklern, die in dieser Version hier schon da sein sollte, die gibt es nicht. Eindringlinge nähern sich. So, hier Alarm. Wir nehmen unsere Hardlings und wir nehmen natürlich hier unsere super Einsatzkräfte und sagen, hau mal drauf. So, jetzt müssen wir mal gucken, der ist gut ausgestattet. So, wir wollten ja auch unsere Truppe um 1 erhöhen. Das hat ja schändlicherweise überhaupt nicht geklappt. Der ist nicht ganz so gut ausgestattet. Der sieht gut aus. Der hat auch so ein Diadem nur. Tägliches Update. So, das wäre aber erledigt. Tägliches Update. Haben wir geschafft. Wir kriegen einen neuen Dorfbewohner. Unter anderem damit 36 Dorfbewohner. Ab jetzt wird es wieder schwierig. 36 ist immer die Grenze. Ab dann wird immer alles blöd. Ja, dann kommt immer so die Grenze. Dann kriegst du nicht genug Essen hin und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt hier mehr Essen einlagern. Das hat ja jetzt hier schon mal ganz gut geklappt. Ich sehe hier kein Essen mehr rumstehen. Hier steht Gold rum. Sollte das hier nicht unsere Goldkiste werden? Nö, auch Essen. Ja, dann, also Gold kann ruhig draußen stehen bleiben, würde ich sagen. Dann setzen wir aber hier nochmal die Grenze fürs Futter hoch. Und zwar machen wir dann einfach hier für die Aufläufe jeweils 14... Das können wir ja nicht machen wegen der Lagergrenze. Immer diese Lagergrenze. Also ab dieser Version
die wir jetzt gerade spielen, sollte das eigentlich umstellbar sein auf einen Wert, den man sich einfach aussuchen kann. Hier ist es gerade. Unser Lager ist voll. Wir gehen auf Stadtlager und sehen hier, wir haben den Inventory Item Count auf 3000 voll und wir dürfen nicht mehr einlagern. Das ist ganz schön blöde. So, wir gehen jetzt mal hier. Wir gehen erstmal hier oben zum Händler und versuchen noch was zu verkaufen. Wir haben ja hier diese Marktstände. Wir können jetzt einen Händler rufen. Der kommt auch sofort. Aus dem Nichts heraus kommt er. Wir klicken dann hier auf dieses Symbol und können jetzt hier Sachen verkaufen. So, wir sehen jetzt hier, was wir eingelagert haben. Ich kann das nicht rüberziehen, oder? Nee. So, wir haben hier noch voller Kettenpanzer. Wir müssen gleich mal gucken. Ich glaube, es gibt noch was Besseres für unsere Leute. So, wir gucken mal, was es sonst noch hier gibt. Hier diese Zäune, die verbrauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir müssen leider alles rauswerfen, was wir momentan nicht brauchen. Sonst kommen wir niemals... unter dieses... unter dieses Limit. So, hier ist der Wolf. Alarm! Unsere Truppen. Leg los. Da ist er. Nee. Ihr sollt ihn angreifen. Hallo? Ah, hier, Mitteilung zu. Angriff. Jetzt hat's geklappt. Da, 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 da. So, die Leute kommen. Unsere Truppen sind unterwegs. Es dauert aber zu lange eigentlich. Und wir haben wieder einen dauerhaften Fehler. Ja, super. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieser Fehler ist echt kacke, weil der nämlich dafür sorgt, dass irgendwann das Spiel hier nicht mehr läuft. Also einer geht noch. Habe ich festgestellt, wenn du einen von diesen Fehlern bekommst, das ist noch kein Problem. Wenn der zweite kommt, wird das Spiel immer schwieriger und es fallen immer irgendwelche Sachen aus, von denen man nicht weiß, was ausfällt und dann irgendwann läuft es nicht mehr. So, wir gucken uns jetzt an, dass dieser Kampf hier noch funktioniert. Dann checken wir, ob wir bessere Rüstungen für unsere Leute hier besorgen können. Wir laufen nicht weg. Wer ist denn hier der böse Wolf? So. Hier werden keine Goblin-Lager aufgebaut. Versteht das doch einfach. So, wollt ihr jetzt hinlaufen? Ach, hier geht's noch weiter. Diese Mistratten haben heute Nacht hier was aufgebaut. Sieh mal einer, guck. Hier, Angriff auf das Hauptgebäude. Da kommt nämlich hier der Sensenmann. Und auf den schicken wir jetzt alle unsere Leute. Der Rest ist egal. Die restlichen Leute sind nicht so gut. Das Problem ist nur, wenn die hier ihre Sachen aufbauen, hast du immer hier so eine Vertiefung im Boden. Und die wollen wir ja eigentlich gar nicht haben. So. Was war das? Wieso läuft die weg? Wieso seid ihr zwei denn weggelaufen? Ach, ihr habt Hunger. Ihr kommt also diesen einen Kampf hier, werdet ihr doch jetzt noch aushalten, oder? Ihr habt alle Hunger. Nicht, dass ihr mir jetzt hier vom Fleisch fallt. Weil ihr schnell mal einen Wolf und einen Goblin platt machen musstet. Wo läufst du denn jetzt hin? Ich glaube, die müssen wir mal verfolgen. So, wir machen das ein bisschen schneller. So. Mal gucken, wo die jetzt hinlaufen. So. So, die laufen jetzt hier rüber und holen sich
holen sich aber was zu essen. Okay, aus unseren neuen Tresoren, die wir gebaut haben, wo extra das Essen reinkommt und so. Die holen sich schön Futter, die gehen jetzt was essen. Ja, sieht gut aus. Ja. Nicht, dass die mir hier verhungern. So, wir gehen wieder auf normale Geschwindigkeit. Und natürlich hier aus dem Menü raus. Aus dem Kampfesmenü. Seht ihr? Das hier ist... Ich dachte gerade, das wäre ein Fehler, aber es hat sich dann doch herausgestellt, es ist doch kein Fehler. Ich habe nur vergessen, nochmal irgendwo hinzuklicken. So, wir gehen nochmal hier hin und sagen jetzt erstmal, hier, er soll jetzt mal herstellen, was nur so geht. Wir haben ja jetzt hier erstmal das Eisen. Eisen ist das Allerwichtigste. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Ich habe doch gerade Eisen selber eingekauft. Ich habe selber Eisen eingekauft. Oder du hast es schon geschmolzen. Das könnte natürlich sein. Das sieht mir auch so aus, ob er es gemacht hätte. Gut, also gut, das möchte ich dann... Dann verzeih ich dir. So, den können wir nicht mehr rufen. Wir rufen einfach den nächsten. So, verkaufen. Wir müssen ja Platz schaffen in unserem Inventory. Und, irgendwie sitze ich heute anders vorm Monitor. Also irgendwie ist es ja alles so verschoben gerade. So, wir haben hier Wolle. Wir müssen uns leider von der Wolle ein bisschen trennen. Und, was ist das hier? Zinn. Ja, wir müssen uns ein bisschen auch davon trennen. Das tut mir echt weh. Also Essen hier, guck mal, wie viel Essen wir da haben. Das reicht noch nicht mal aus. Es ist nicht ausreichend. Wir brauchen mehr Essen. Wir brauchen mehr Essen, als wir Lagerkapazität haben. Und dann verrottet das Essen auch noch. So, Schreibtische. Wir müssen leider hier ziemlich viel verkaufen. Das sind aber alles nur so Peanuts. Und wir haben hier echt... wir haben echt total wenig. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich noch verkaufen soll. Das sind so wenige Sachen. Die meisten Sachen, über die er sich hier beschwert, im Stadtlager, wir haben jetzt immer noch, wir sind immer noch auf, nee, jetzt sind wir auf 2895. Ja, also das Problem ist dabei, es zählt auch das, was aufgebaut ist. Also wir haben ja eben gesehen, was jetzt im Lager angezeigt wird. Wenn ich jetzt hier drauf klicke und mir das Stadtlager anzeigen lasse, dann seht ihr zum Beispiel, dass wir 466 Kopfsteinzäune haben. Das sind aber nicht die, die wir im Lager haben. Hier sind nämlich 18. Das sind insgesamt alle, die wir hier verbaut haben. Und zwar ringsherum, um unser gesamtes Gelände. Und warum das zum Inventory dazugehört, das mag ich jetzt wirklich nicht einsehen. Ganz ehrlich, es ist ja ein Sandbox-Spiel und ich ärgere mich da echt drüber. Falls ihr jetzt das Gefühl habt, ich ärgere mich darüber, ja, so ist es. Ich ärgere mich darüber. So, wir setzen jetzt hier einfach nochmal ein paar Steine. Bisschen näher ran, dass wir uns hier nicht wieder versetzen. So, und die gesamte restliche Mauer hier muss auch noch verschoben werden. Oder wir lassen die Lücke. Ja, das kann ich nicht. Ich kann die Lücke nicht lassen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Dieses Spiel, das rafft es einfach nicht. Dieses Spiel, das rafft es nicht. Und ich auch nicht. Jedes Mal falle ich da drauf rein. Also gut, wir lassen den Stein entfernen, weil sonst kriegst du nämlich hinten diese neue Markierung nicht weg. Aber ansonsten haben wir jetzt diese formschöne Abteilung hier. Die haben wir beendet. Und wir wollen ja weiter nach oben. Wir gucken nochmal hier bei unserem Steinzeug. So, hier sind wieder neue Lateuchten hergestellt worden. Wir stellen hier eine auf und hier eine auf. Außerdem hätte ich gerne, da ist ja schon beleuchtet, hier hinten eigentlich auch. So und so.
schön alles ausleuchten. Und dann wollen wir uns ja hier hocharbeiten. Es soll ja immer höher gehen hier. Und dafür würde ich eigentlich gerne mal hier dieses Ding nochmal entfernen lassen. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Das ist die falsche Höhe. Der zeigt das immer noch an. Der macht das jetzt trotzdem. Obwohl ich jetzt gesagt habe... Der macht das jetzt trotzdem weg. Obwohl ich jetzt gesagt habe, nein, will ich doch nicht. Wird jetzt unten da ein Loch reingehauen. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ich habe gesagt, hier rückgängig. Aufgabe abbrechen. Ach, das ist doch nicht wahr. Mein Gott. Und da kommt natürlich dann sofort einer angeschissen. Da kommt dann sofort einer angeschissen, der dir da ein Loch reingräbt. Aber auch sofort kommt einer angeschissen. Gleich zwei kommen da angeschissen und machen das. Und zwar hier die ganze Höhe hätte ich gerne weg. Also manchmal gibt es so Aufträge und es dauert Jahre, bis sich irgendjemand dazu durchringt, mal vorbeizukommen. Aber hier, wenn du dich hier einmal verklickt hast, dann kommen sie jetzt noch nicht mal mehr raus. Jetzt müssen wir da noch eine Leiter hinstellen. Du meine Güte. So, hier. Händler. Was hat er denn anzubieten? Das ist echt. Ja, wir können nichts einkaufen, wir können nichts verkaufen, weil wir an dieser Lagergrenze angekommen sind, die alles unterbindet, was du dir so, was du so planst und so. Echt, das ist total kacke. Kann ich hier Stein für Stein versetzen? Nee, Leute, das ist mir einfach zu blöd hier. Komm, weg, 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 weg. Das geht auch nicht. Komm, weg mit der Mauer. Wir setzen sie neu. Das Spiel versteht es einfach nicht, dass es da aufrücken soll. Aber guckt hier hinten, das soll weggemacht werden. Da haben sie angefangen, so zwei, drei Steinchen wegzuklopfen und haben dann aufgehört. Aber hier, das Ding, was wir falsch ausgehoben haben, das ist schon komplett fertig. Hätte ich es doch sein lassen. Ich hätte hier super eine Mauer hochbauen können. Eine Leiter. Das hätte vollkommen ausgereicht. Und wir haben die Lagergrenze schon wieder erreicht. Ich weiß nicht, was ich noch verkaufen soll. Ehrlich. Aber jedenfalls nicht adäquat, weil ich meine, ich kann jetzt ein paar Sachen verkaufen. Allerdings irgendwie so 200, 300 Sachen, die man bräuchte, um jetzt so ein bisschen Platz zu schaffen. Die kriegen wir nicht zusammen. Wir kriegen diese Menge nicht zusammen. So, hier Händler rufen, verkaufen. So. Jetzt geht das Handeln nicht mehr. Ich habe ja gesagt, dass im Laufe der Zeit, wenn diese Fehler kommen, wie gesagt, ab 36 wird es echt schwierig. So, jetzt kommt das Handelsmenü. Gut, wir müssen jetzt hier total aufräumen. Ich kann nicht ein paar hundert Sachen verkaufen. Ich habe einfach nicht so viel.
Hier 13 mal Seidenrollen. Ich kann jetzt keine anderen Rollen mehr herstellen. So, wir können jetzt hier alle Fälle verkaufen. Es ist also wirklich, das ist echt ein Nachteil am Spiel. Es hat sich auch einer der Leute, die in diesem Forum geschrieben haben, der hat sich beschwert. Ja, die Modder können das irgendwann ändern, aber ich möchte von euch Entwicklern, dass ihr das ändert. Und dann haben die Entwickler geschrieben, ja, aber das ist halt ein Spiel, was von vornherein zum Modden vorgesehen ist. Das ist ja richtig. Aber wenn es halt wirklich so ein Fehler hier gibt, das ist nämlich echt ein Fehler. Wir reden ja hier über ein Sandbox-Spiel, wo die Leute... Sandbox bedeutet ja, ich kann wahnsinnig viel bauen und kann mich hier voll austoben. Da darf es nicht so eine blöde Begrenzung geben, die mir dann halt Nein, hier ist irgendwo Kampf. Die mir dann irgendwelche Grenzen auferlegt, die einfach für so ein riesiges Spiel hier, ich so eine riesige Landschaft hier habe, ist ja wohl klar, dass ich mehr wie 3000 Gegenstände habe. Wenn das hier auch noch dazu gezählt wird. Weil im Lager haben wir ja gar nicht so viele. Da ist doch schon wieder Kampf. Und die Nachricht fehlt. Also ich glaube, die Spielemacher, die spielen das Spiel einfach nicht in der Größe, wie wir jetzt hier gerade spielen. Seht ihr den Kampf? Oder ist das, dass zufällig gerade die Kampfmusik als Hintergrundmusik eingespielt wird? Das macht mich ja auch wahnsinnig dann. So, wir gucken mal. Ich sehe keinen Kampf. Gut, wir machen hier weiter, weil ich keinen Kampf sehe. Setzen wir jetzt einfach hier weiter Blöcke. Wir haben 25 mal die Steinmauer. Jetzt müssen wir hier ein bisschen akkurater arbeiten. Einmal hier, hier. Warum kann ich hier nicht einfach eine Mauer ziehen? So, machen wir es halt ein bisschen überlappend. So, ich hoffe, dass es jetzt klappt. Hier oben, das könnt ihr, glaube ich, nicht abbauen. Wir hätten oben anfangen sollen. Und uns nach unten durcharbeiten sollen. Ja, Kampfmusik zu Ende. Ich habe keinen Kampf gesehen. Ich habe keinen Kampf gesehen. Wir haben auch keine Nachricht bekommen, dass jemand gestorben ist oder so. Leute. So, wir wollen uns hier weiter hocharbeiten. Nächste Abteilung hier, die ist ganz schön hoch. Also nicht ganz schön hoch, aber das hier abzugrenzen wird halt ziemlich schwierig sein. Eindringlinge nähern sich. Siehst du, das hier, so möchte ich das haben. Gut, wir machen hier Kampf und... Komm. Ist er durch die... Wo ist er denn? Ach, der steht in der Tür. Ja, aber das war's noch nicht, Leute. Hier unten geht's noch weiter. Ihr könnt gleich hier bleiben. Es geht noch weiter. Ich habe noch mehr entdeckt. So. Ihr habt schon wieder Hunger. Ihr habt schon wieder alle Hunger. Wenn so einen wach geht, ist ganz schön schlecht.
Jetzt war die Wache so schlau und ist weggelaufen und jetzt kommt sie einfach wieder. So, wir gucken mal, ob es hier noch irgendwelche Nervbacken gibt, die irgendwo hier ihre Gebäude gebaut haben. Das sieht ganz gut aus. Der eine, hoffentlich heilt er sich jetzt. Da müssen wir jetzt eigentlich ein Auge drauf werfen, weil die einfach nicht immer das machen, was sie sollen. Naja. Jedenfalls, in dieser Folge haben wir es tatsächlich mal nicht geschafft, eine zusätzliche Stufe hier oben zu erobern, weil wir hier Mauerprobleme hatten. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge, da kümmern wir uns darum, dass wir oben ankommen und hier soll ja ein Wachturm drauf. Eigentlich hier auf die ganzen Anhöhen hätte ich gerne einen Wachturm und hier geht es ja noch viel, viel höher. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch erobern. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob wir irgendwas anderes bauen sollen oder ob euch das gefällt. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, macht's gut und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!